Ich will nichts mit euch zu tun haben. Noch nicht. Später vielleicht. Also ich meine, an sich könnten wir eine ganze Menge auch mitnehmen von diesen Sachen. Einfach für die XP, aber ich will einfach endlich reiten lernen. Deswegen ja, machen wir jetzt primär erstmal Main Story. Ich hoffe sehr, dass wir überleben mit diesem Char bis 100. Aber ich schätze mal, das wird sehr schwierig. Also ich habe ja angefangen mit dem HC-Char hier, auch wegen dieser Challenge, die es so gibt. Die ersten 1000, die das schaffen werden, in irgendeine Statue mit eingraviert oder da kommt der Spielername rein oder sowas in der Richtung. Ich weiß gar nicht, wie weit da schon die Fortschritte sind, aber ich habe eigentlich tatsächlich vor ein, zwei Wochen oder so schon gedacht, na, wenn da nicht mal langsam schon alle Plätze voll sind, wir haben doch da gar keine Chance. Aber es war jetzt gerade erst, dass mir irgendjemand gesagt hat, es sind erst 300, die das geschafft haben. Was mir so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, dass wir es vielleicht noch schaffen könnten. Aber das setzt auch ein bisschen voraus, dass ich es tatsächlich auch in einem Durchlauf dann, wenn ich denn dann mal spiele, wirklich durchgehend überlebend schaffe. Und wenn wir dann irgendwie bei Paragon 10 sind oder so, dass wir so Stufe 60 haben. Also sobald es dann schwierig wird, dann wir vor allem auch die Weltstufe dann erhöhen müssen. Da wird es, glaube ich, dann kritisch für mich, weil ich mich jetzt gar nicht so gut mit den ganzen Mechaniken auskenne, generell von Diablo. Da weiß ich dann nicht so richtig, ob es einfach schwer werden muss oder ob es dann so squishy-mäßig ist, dass es sein kann, dass wir einen Gegner treffen, der irgendwie zwei Hits macht und wir sind down. Also, ja. Irgendwann hatte ich mal einen in einer Inni gesehen. Das war, glaube ich, mit dem Sorcerer oder so. Ich glaube, da war ich mit dem Sorcerer, den hatte ich mir auch angeguckt. Und da war einer, wie hieß der denn? Das war so ein Dicker, aber irgend so ein Schlachter oder so. Ja, ich habe es versucht, aber keine Ahnung, der hat mich so fett gechased und so fette Hits, also da bin ich gestorben. Und wenn ich den treffe, jetzt hier mit so einem HC-Druiden, ich glaube, dann sind wir ganz schön am Arsch. Und ich kann mir vorstellen, dass es davon halt irgendwie noch zwei, drei mehr gibt. Wo man halt einfach, ich weiß nicht, ob man da genug Skill braucht oder ob das einfach welche sind, wo man machen kann, was man will und die hitten einen weg, wenn man alleine ist, ich weiß es nicht. Naja, ich bin hier. Gut, dass ihr hier seid. Nur leider ohne Armee oder Belagerungswaffen. Ja, die haben wir vergessen. Elias ist hier? Zweifelsohne ist er im Palast. Hinter der hohen Mauer und den verriegelten Toren. Wir können nicht hindurch. Ja, dann ihr wisst, wer es kann. Solaya. Wie viele Nachrichten waren es? Wie lange sitzt Oyun schon bei diesen Schlechtern dort drinnen fest? Sie ist vielleicht die Letzte, die den Tunnel kennt. Falls sie noch lebt. Falls der Tunnel existiert. Ihr vertraut mir nicht. Natürlich nicht. Ihr seid eine Diebin. Vor Jahren wart ihr nützlich, ja. Doch ihr habt offensichtlich andere Gründe für eure Suche nach Oyun. Das geht euch nichts an. Wenn ich nach Oyun suchen müsste, wo würde ich beginnen? Sie hat ein Haus am Marktplatz. Wir wollten uns dort treffen, doch mir war der Weg versperrt. Kommt bitte in einem Stück wieder. Okay, dann machen wir das wohl doch. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass diese Oyun das Risiko wert ist. Vielleicht überzeugt ihr mich vom Gegenteil. Okay, das heißt, aber wir müssen jetzt. Alter Mann. Müssen wir da runter? Ist das richtig? Wer tretet Gul'ran und sucht nach Oyun? Okay, dann müssen wir da wohl rein. Ist das irgendwie eine Inni oder so? So in der Art, ne? Na, dann gucken wir doch mal. Auf jeden Fall schon mal ziemlich viele Tote. Okay, ich weiß leider überhaupt nicht, wo wir lang müssen. Das ist halt auch ganz praktisch mit den Wölfen, die kippen halt für mich. So, manchmal ist es ein bisschen blöd, weil die irgendwelche angreifen, von denen ich jetzt gar nicht unbedingt was will.
Aber grundsätzlich gefällt mir das sehr. So hatte ich mir das ja auch bei dem Jäger vorgestellt, dass wir ein bisschen range-mäßig unterwegs sind, vielleicht ein Pet haben können, aber wie beim Hunter von WoW dachte ich so ein bisschen. Aber ist nicht so. Das einzige Pet-mäßige, was man hier hat, glaube ich, ist tatsächlich hier der Druide oder der, ich glaube, der Totenführer, der hat ja noch seine Leichen, kann er noch haben, theoretisch seine Skelette, die nicht kommen. Aber der ist ja gefühlt auch sehr anfällig. Der Druide scheint mir ein bisschen robuster zu sein. Und es macht mir tatsächlich mehr Spaß mit dem. Bisher von den Klassen, die ich gespielt habe, am meisten Spaß. Aber das ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache einfach. Ich weiß leider gar nicht, wo wir lang müssen. Tornado ist halt auch noch so ein bisschen random, ne? Also es kann halt sein, dass es super gut alle trifft, die da so sind. Es kann auch sein, dass es an allen vorbeigeht. Das ist, glaube ich, auch immer relativ wichtig, wo man sich selbst positioniert. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? So ein bisschen, ne? Okay, gucken wir mal da oben weiter. Genau, aber wenn da so offene Flächen sind, so wie das hier teilweise ist, fällt es mir relativ schwer, eine gute Pose zu finden, außer die Gegner stehen zufällig alle genau am Rand. Aber ich versuche dann schon so ein bisschen noch zu achten, dass ich mich da irgendwie so halbwegs an eine Wand stelle oder so, dass ich schon wenigstens so vorgehen kann, dass die meisten grundsätzlich getroffen werden, was natürlich nur bedingt möglich ist. Jedenfalls planbar ist, sagen wir mal so. Handwickel des Scheiterns. Oh, ich bin immer irritiert, wenn auf einmal der Rand von meinem Bild hier rot wird, weil ich befürchte, dass ich das halt Hits kriege, aber es ist, glaube ich, teilweise einfach nur überhaupt Hits kriegen. Ja, bitte dahin und dann in diese Richtung. So, wir sind ziemlich tot. Aber das hier war scheinbar irgendwie richtig. Hier war nämlich zwischendurch das Symbol. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier hoch mussten. Aber das scheint der Marktplatz zu sein hier, ne? Kann das sein? Ich hätte ganz gerne mal eine Kiste gefunden. Ist ja cool, mit dem können wir halt theoretisch interagieren, aber wir kommen da gar nicht dran. Auch ein bisschen schräg. Ich glaube, wir laufen hier gerade einmal außen rum, ne? Aber das sieht hier schon mal richtig aus. Nein, lass nicht zu, dass sie mich kriegen. Ich bin doch da. So, und halb tot vor allem. Danke, danke. Bist du Oyun? Habt ihr jemanden namens Oyun gesehen? Ich weiß nicht. Die Kannibalen holen sich alle. Sie töten und fressen. Aber manche schleifen sie fort. Zu den Gefängnissen, wie ich gehört habe. Warum sollten diese Monster irgendwen am Leben lassen? Aber das heißt wohl, wir müssen zu den Gefängnissen. Gefängnisse. Vielleicht könnte Oyun noch am Leben sein. Dann gucken wir scheinbar mal. Oh, das wollte ich gar nicht. Wo sind denn die Gefängnisse? Das wissen wir noch nicht, ne? Ganz gern mal eine Truhe gefunden oder so. Gefüllt mit allerlei Krimskrams. Ein einfacher Dolch, ein paar Münzen und eine dunkle Haarlocke, die von einer blauen Schleife zusammengehalten wird. Warum nehmen wir den Dolch nicht mit? Oyun, ach das. Die meisten Seiten sind blutverschmiert. Die lesbaren Einträge berichten von den Kannibalen, die die Stadt überrannt haben. Auf der letzten Seite hat Oyun geschrieben, sie kommt nicht mehr. Ich bete, dass das bedeutet, dass sie fliehen konnte. Haarlocke würde ich mit Schleife drum würde ich eher einem Kind zuordnen, aber dann haben wir hier auf jeden Fall scheinbar ihr Haus gefunden. Ist jetzt nur so ein bisschen die Frage, wo sind die Gefängnisse? Ja, hier kommen wir auf jeden Fall so nicht weiter. Fangen wir doch hier mal runter. Vielleicht nach da hinten, ne? Das sieht am ehesten so aus, als würde es da weitergehen. Sehr viele Leichen hier. Ja, den brauche ich sehr.
Mal klicke ich mit der rechten Maustaste und der Tornado kommt trotzdem nicht. Und jetzt habe ich gerade zweimal geklickt. Vogel. Oh, das läuft doch. Läuft ganz gut. Also wir krebeln uns auf jeden Fall hier nicht so durch wie das. Hätte ich die retten können? Lebt die nur, oder ist die jetzt schon tot? Wahrscheinlich ist sie tot, ne? Gucken wir mal. Sieht tot aus. Bei und beide treffen das wohl voll. Okay. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind voll stark und dann gibt es wieder so Situationen, wo ich denke, so wow, wir machen ja gar keinen Schaden. Giftkram ist immer irgendwie böse. Ja, ihr nehmt eine Mu links, rechts, oben, unten. Ich weiß nicht so genau. Hm. Wow. Also, okay, das sind aber die Gefängnisse hier. Sehr schön. Na, gehen wir mal hier außen rum. Und wir hier mal hin und her. Das machen. Das ist das Coole an diesem. Wir sind dann unaufhaltsam. Wir können einfach durchchargen, egal wie viel Schaden da irgendeine Barrikade bräuchte. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, dass das, dass das passiert, wenn wir das machen. Am Anfang war das irgendwie so Zufall. Und da bin ich halt durch so Barrikaden oder irgendwelche Dornen durchgecharged und dachte, wir schaffen das nur, weil wir zufällig mit dem Charge auch genauso viel Schaden machen, dass ich dann irgendwann mal realisiert habe, dass das egal ist, wie viel Damage die bräuchten. Damit sind wir immer... Oh, wir kommen zu spät, glaube ich. Für den. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir hin müssen. Okay, gucken wir mal hier weiter lang. Ihr müsst nach dem Schlüssel suchen. Na, traumhaft. Hat einer von euch zufällig einen Schlüssel? Mal bitte in einen Tornado gehen. Bist du der mit dem Schlüssel? Du bist der Bestrafer auf jeden Fall. Aber das sieht nicht nach Schlüssel aus. Okay, warte mal. Wo waren wir noch nicht? Da können wir nicht weiter. Na ja, gut, dann müssen wir ja hier lang. Folterbank. Wow. Bäh. Okay, wir müssen hier durch. Du bist dann wohl Akil, Kerkermeister. Ja, gut. Kerkermeister der Schwachen, das heißt auch immer die dummen Schwachen, weil der Start ist halt so schlecht. Schlüssel zum Gefängnis. Nun, seid ihr hier? Oh. Wer? Alle anderen sind tot? Dann wäre ja Glück. Ihr seid nicht er. Wer seid ihr? Das Hacken. Es hat aufgehört und ich dachte. Ich dachte, er würde mich als nächstes holen. Eure Freundin Solaya hat mich geschickt. Sie ist immer noch hier? Ihr werdet sie bald sehen. Wir müssen über den Markt. Ich kenne einen anderen Weg. Er ist sicherer. Der alte Gefängnisflügel. Er wurde vor Jahren nach einem Erdbeben versiegelt. Das klingt super sicher. Versiegelt, weil wegen Erdbeben. Aber wahrscheinlich in Anbetracht der Tatsache, dass draußen überall die Böse rennen. Sind die Kannibalen gekommen? Hier. Die Mauer da vorne. Das war früher der Eingang zum alten Gefängnistrakt. Ach. Hier klappt's nicht. Wahrscheinlich, weil es so festgebildet ist. Ja, wir sind hier durch. Du kannst mitkommen.
Willst du nochmal versuchen? Klappt. Oh, ein paar Leichen. Ich dachte, es wäre sicher. Kann man nicht. Durch. Bleib dicht bei mir. Ach, da rein. Nein. Wir kriegen das. So. Okidoki. Wo müssen wir denn hin? Da ist eine Truhe auf jeden Fall. Die nehmen wir mit. Und Schaden. Und die liegen ja noch rum. Ich muss noch etwas warten. Dann ist da hinten wahrscheinlich noch ein Elite-Mob, der dazu gehört. Vermute ich mal. So, was gibt's hier noch? Irgendwelche Ringe, irgendwelche Potions, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Okay, komm mit. Ja, da ist dann wohl der Dicke dazu. Ja, das hätte ich mir denken können. Okay, nächste Tür. Die richtige Richtung. Sie will da unten links lassen, oder? Hier ab. Ist aber ganz gut, dass uns den Weg so ein bisschen zeigt. Wobei die andere Seite könnte auch ja einfach eine Sackgasse sein. Okay, du willst da oben lang gehen, dann gehen wir da oben lang. Können wir hier einmal bitte mit rumgehen und die alle zusammenziehen, das wäre super cool. Und dann da den Tornado schieben. Sehr schön. Und da ist noch Gold. Genau, irgendwas. Nö. Da lang sagst du? Seht, ein Riss in der Wand. Ja, ja, lauf ruhig schon mal. Kein Problem. Ich regel das hier noch. Lass sie uns hier eiskalt sitzen. Naja, gut. Wir kommen ja klar. Sie nur nicht. Ach, wartet. Ich kann nicht. Das Licht. Es tut weh. So, die war vor lange da, wa? Ich habe es geschafft. Meine Hände zittern immer noch. Gib mir einen Augenblick. Was wisst ihr über Elias? Ich habe ihn am königlichen Hof gesehen. Er kam herein. Unangekündigt. Verlangte, dass man ihm die Stadt überließ. Die Aufseher schickten ihn natürlich ins Gefängnis. Sie lachten die ganze Nacht lang über den seltsamen Kerl. Dann lachten sie nie wieder. Okay. Wer waren die Aufseher? Königliches Blut. Sie haben Gul'ran über Generationen beherrscht. Dekadent und grausam. Aber im Vergleich zu Brol waren sie Heilige. Stuhl rutscht immer wieder von alleine nach unten. Warum seid ihr nicht geflohen? Ich habe zu Hause auf Solaya gewartet. Als mir klar wurde, dass sie nicht kommen würde, wollte ich flüchten, aber diese Monster haben mich geschnappt. Okay, seid ihr dann ready? Dann gehen wir nämlich. Ja, wo ist sie? Ich weiß gar nicht, wo wir sind, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wo sie ist, aber wir laufen mal zum gelben Punkt, das sieht richtig aus. Ist hier wieder ein bisschen laggy, wa? Bringt das Tier zum Schweigen. Ganz ruhig. Es ist jetzt sicher. Hier oben kann dir nichts geschehen. Solaya! Oyun! Oh, du bist zurückgekommen. Du hast gewartet. Dich in Gefahr gebracht. Oh, natürlich habe ich das, du sture Kuh. Wo sollte ich ohne dich denn hingehen? Hauptsache weg von hier. Nun... Ich muss zugeben, ihr seid vom Glück gesegnet. Würde ich nicht so sagen, aber ist schon okay. Lorat hat sie hier auf die Suche nach dir geschickt. Sie müssen dringend in den Palast.
Es gibt einen alten Fluchttunnel. Der Eingang liegt in den nahen Kavernen, hinter einem Alkoven mit dem Kreuz des Aufsehers. Zwei Säbel am Griff verbunden. Drückt den linken Knauf und der Weg ist frei. Das sollten wir doch hinkriegen. Kavernen. Es könnte schlimmer sein. Wanderin, ich danke euch. Gebt gut auf euch Acht. Auf geht's! Höher! Das war das Pferd des Händlers. Das bleibt besser unter uns. Okay. Lorat? Wisst ihr, als wir uns das erste Mal trafen, nahm ich an, dass euch diese Verbindung mit Lilith in die Dunkelheit führen wird. Genau wie Elias. Aber nach all den guten Taten, die ihr hier vollbracht habt, lag ich vielleicht falsch. Wir werden sehen. 25, Walle. Das da. Ach, wir benutzen das gar nicht, ne? Ich bin auch bescheuert. Ich könnte das auch mal hier irgendwo hinlegen, aber ich habe gar keinen Platz mehr dafür, ne? Eine andere Möglichkeit gibt's da nicht, ne? Dann tauschen wir mal dagegen. Ach, die Wölfe sind da auch weg? Ne, das will ich auf gar keinen Fall. Aber ich weiß auch nicht. Das hier brauchen wir doch auch. Das finde ich kacke. Warte, wir machen mal die Wölfe hier kurz gegen das da. Dass ich die auf jeden Fall habe. Wo müssen wir denn hin? Aber ich teste mal das. Vielleicht tauschen wir das nochmal aus. Vielleicht nehme ich einfach nur so passive Sachen, denn ich finde mein Set aber eigentlich ziemlich gut so. Warte. Vielleicht nehmen wir dann einfach hier nur solche Sachen. Ja. Ah, wir testen es. Nein, wir testen das erst. Bin schon dran und drauf, das einfach direkt wieder rauszunehmen. Weil ich meine vier nämlich einfach genau so, wie sie sind, weiter benutzen will.